Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Ich habe einiges zu erzählen. Im letzten Part haben wir uns in den Kraterberg... Nein. Halt, Moment. Wie heißt dieser Berg? Karlberg oder so. Begeben. Und ja, wir werden hier weitermachen. Es gibt ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Kraxler, wenn dich hier okay. Und irgendwie wird gerade die Edition langsamer. Fragt mich nicht, wieso. Naja, okay, auf jeden Fall, was wir bereden müssen. Oh, coole Pokémons. Ich werde immer unterbrochen von mir selber. Was wir bereden müssen... Wieso war ich so weiter gerade das Sprite vom 8. Arena-Leiter? Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall... Folgendes, ich habe in letzter Zeit wenige Parts hochgeladen, darum geht's jetzt, genau. Ich habe die letzten drei Tage, oder die letzten zwei Tage, glaube ich, ungefähr, sorry, ich war gerade voll fixiert auf den Text, der da gestanden ist. Der hat irgendwas geschwafelt, aber egal. Ich habe in den letzten zwei Tagen keine Uploads mehr gemacht, was daran gelegen hat, dass ich wenig Zeit hatte, wirklich fast gar keine Zeit hatte. Und ich weiß, jetzt kommt Pokémon, es sollte eigentlich Zelda kommen. Ich habe aber heute auch wenig Zeit und es reicht gerade mal so, um einen Pokémon-Part aufzunehmen, da Pokémon das Schnellste ist zum Aufnehmen. Seid mir nicht böse, es ändert sich bald. Es gibt viel Infos. Ich werde auf jeden Fall noch im Laufe des Tages oder vielleicht morgen ein Infovideo hochladen. Es gibt sehr, sehr viele Infos. Ich sag mal so viel. Ich werde mir bald ein neues Gerät zulegen. Und mit diesem Gerät wird es mal möglich sein, bisher unerreichte Let's Plays von mir zu Let's Playen. Ich kann keinen Charakter benutzen. Dankeschön für die Information. Ja. Ich sag mal so viel. Dieses Gerät schließe ich an den Computer an. Der Rest müsst ihr herausfinden. Irgendwie ist mein Hals gerade so ein bisschen... oder so, ne? Okay. Ja. Und das schmeißt auch meinen ganzen Let's Play-Plan ein bisschen um. Es kann gut möglich sein. Also Majora's Mask will ich eigentlich einhalten. Weil es mich auch am meisten interessiert von den Zelda-Spielen im Augenblick. Oh, Doppelkampf. Aber ansonsten, es wird eventuell ein anderes Pokémon-Spiel geben. Ein anderes Final Fantasy-Spiel. Und Digimon wird ja erstmal pausiert. Es ist nämlich folgendes, es besteht die Möglichkeit, ich möchte noch nicht zu viel verraten eigentlich, es besteht die Möglichkeit, dass ich eventuell Spiele wie Kingdom Hearts Let's Playen kann. Und ich habe da echt Bock drauf, ich sag's ganz ehrlich. Ich würde mich sehr freuen, Kingdom Hearts zu spielen. Und ja, und ich werde auch ein anderes Final Fantasy Spiel spielen. Welches das ist, werde ich euch nicht verraten. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es spielen werden kann. Und wenn es dann nicht geht, dann sind alle enttäuscht. Zu Pokémon. Nächsten Monat kommt ein neues Pokémon-Spiel raus. Ich rede nicht von Pokémon Black and Red 2. Ich rede von einem Spiel, welches ich bereits auf Japanisch als ROM probiert habe. Und welches es auf Englisch jetzt demnächst geben wird. Und ich wollte euch einfach fragen, wollt ihr, dass ich dieses Spiel Let's Play? Ich persönlich habe es angezockt und ich finde, es ist auf jeden Fall besser als alle Pokémon-Editionen, die es bisher gab. Das Spiel nennt sich Pokémon Conquest. Oder auch im Englischen oder im Japanischen Pokémon plus Nobunaga Chronicles. Ihr seid so ein Herrscher über so ein Reich. Das ist alles mit so asiatischen Samurai aussehenden Charakteren. Und jeder Charakter ist ein General und hat ein Pokémon zugeteilt. Kampfsystem ist rundenbasierend, aber Strategie. Sowas wie Final Fantasy Tactics, falls ihr das kennt. Oder wie Suikoden Tactics und was es so gibt. Es ist quasi eine Mischung aus zwei Genres. Aus Pokémon, klar, ist ja ein großer Name in Japan. Und eine Mischung noch dazu aus... ich muss gerade überlegen, ob ich einen richtigen Move mache. Ja. Und eine Mischung aus dieses Nobunaga Ambitions ist folgendes. Das ist so ein Strategiespiel, welches nur in Japan vorhanden ist, aber sehr beliebt dort ist. Und ich als Strategie-Rollenspiel-Fan finde das Spiel echt geil. Auch storytechnisch und alles. Ich finde es echt cool. Ja, ihr könnt euch eine Armee zusammenstellen quasi und könnt dann verschiedenen Standpunkten verschiedene Armeen positionieren. Es ist cool. Wenn ich das spielen soll,
Perfect Game natürlich, nehme ich doch mal an. Ich weiß es noch nicht, vielleicht auch einfach nur blind erstmal. Oh, Heimdall Level auf 99 bei 5 Minuten. Ja. Aber wenn ihr es nicht spielt, wenn ihr lieber Pokémon Pitch Black zuerst sehen wollt, weil ich muss auch dazu sagen, ich werde natürlich auch die fünfte Generation Let's Playen. Auch nachdem ich zuerst dieses Pokémon Nobunaga gespielt habe, aber es ist halt eine tolle Gelegenheit für mich, ein bisschen genreübergreifend zu werden bei verschiedenen Sachen. Dadurch, dass ich nun nicht nur noch RPG spiele dann, sondern auch andere Sachen spiele, vielleicht bestehen mir ja die Möglichkeiten, noch andere Spiele in Betracht zu ziehen. Zum Beispiel, was könnte man machen? Man könnte Jump'n'Runs spielen. Und zwar auch als Perfect Game. Zum Beispiel, was gibt's zu spielen? Banjo-Kazooie, aber spielt zurzeit der LPM. Es gibt vieles. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Ich könnte Super Mario spielen. Ich könnte vor allem Mega Man spielen, Leute. Ja, ich weiß, das Mirko-LP, der hat die so liebevoll Let's Played. Und ich würde ein Perfect Game machen. Also ich würde ein No-Death-Challenge machen. Oder ein No-Damage-Challenge, besser gesagt. Ja, also ich gehe durch Mega Man X, ohne Schaden zu nehmen. Durch das komplette Spiel, ich nehme das komplett auf, ohne einmal Schaden zu nehmen. Und das finde ich schon cool. Also, das wäre vielleicht schon mal ein Versuch wert, vor allem, weil eigentlich die meisten Let's Player ständig bei Mega Man am Verzweifeln sind. Finde ich das schon eine ganz coole Idee. Also schreibt es mal einfach auch mal in die Kommentare, wenn es euch interessiert, was ich spielen werde. Ja. Ich mache quasi ein Infovideo, während ich Pokémons kille. Ich hoffe, es interessiert euch trotzdem. Ja. Aber keine Sorge, Pokémon-Fans. Pokémon bleibt uns immer erhalten, denn Pokémon ist für mich immer noch eins der besten Spiele aller Zeiten. Auch wenn ich sagen muss, dass Digimon in manchen Situationen, in manchen Aspekten cooler ist, auf jeden Fall. Ich finde, die Viecher von Digimon sehen einfach cooler aus. Ich finde, diese ganze Digitationsgeschichte ist viel cooler, dass die in verschiedene digitieren können. Finde ich, hat einfach Stil. So. Und ich rede nicht von Regi-Stil, ja? Es hat richtig Stil, nicht Regi-Stil. Und keine Balls of Steel. Ja. Wir sind bei 7 Minuten angekommen. Und Geowatz, die Pimmelkatz, ist down. Oh mein Gott, meine Freundin kriegt Panik, weil ich schreckliche Sachen im Let's Play sage. Nein, das ist so ein Insider-Witz von meinem Cousin und mir. Da war der noch ganz klein und ich sagte, was haben wir gespielt? Wir haben irgendein Pokémon-Spiel gespielt. Pokémon Kolosseum? Vielleicht. Auf jeden Fall war da so eine Kampfesreihe, wo jeder Idiot einen Geowatz hatte. Und ich sag so, Geowatz. Und er sagt, Geowatz, die Pimmelkatz. Und ich musste so lachen. Wir waren damals noch so kindisch. Wie kommt man auf sowas Krankes? Das ist doch eine Kombination, die einfach auf Planet Erde eigentlich gar nicht möglich ist, ja? Was zum Geier ist eine Pimmelkatz? Entschuldigung. Naja. Ich weiß. RTL 2 und so würde sagen, wir müssen ihn zensieren. Wir müssen ihn cutten. Weil er sagt Sachen, die Kinder nicht sagen dürfen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ihr sagt's doch sowieso. Ob ich's nun sage, ihr benutzt diese Ausdrücke sowieso. Und ich finde das Wort Pimmel nicht so schlimm, wie manch andere Ausdrücke, die ich als Kind nicht benutzt habe. Naja, egal. Ich schwafel hier von irgendwelchen Standardsachen, anstatt von den Sachen, die wir machen. Aber sie sind halt auch etwas uninteressant. Geowatz. Das wird mich jetzt bis in meinen Albtraum verfolgen. Geowatz tanzt den Tanz. Jetzt könnte ich wieder so einen fiesen Reim machen, aber sonst werde ich zensiert. Nein. Billy, du darfst nicht zensiert werden! Ja, Stalos und Makago. Ich weiß nicht wieso, aber Makago fand ich immer cool als Feuer-Pokémon. Hat irgendwas Eigenartiges. Ich finde zum Beispiel auch Magma cool. Die meisten finden Magma hässlich, weil Magma eindeutig zwei Tumore auf der Stirn trägt. Aber es ist halt einfach so, ne? Magma ist cool. Der Typi ist cool. Glurak ist auch... Ja, Glurak finden alle cool. Für Nonitor, ich hasse dieses Ding. Das sieht aus wie ein Typ mit einer Hockey-Maske oder so. Oder mit einer Skeleton-Maske oder... Mit einer Angela Merkel-Maske. Ich weiß es nicht. Meine Güte. Ich weiß, Angela Merkel. Ihr denkt euch schon, Billy, bitte.
wenn du nicht willst, dass ich deine Adresse rausfinde, bei dir vorbeigehe und dich dann eiskalt in deinem Briefkasten kacke. Dann hör auf, endlich solche Angela Merkel-Witze zu machen. Das ist eine sehr, verantwortungsbewusste Bundeskanzlerin. Frauenpower, Angela Merkel-Power. Kann man das Ding überhaupt als Frau bezeichnen? Also Entschuldigung, ich bezeichne das normalerweise als Bulldogge oder so, aber nicht als... Ach, wenn die Frau jemals meine Let's Plays sehen wird, was ich stark bezweifle, ich glaube, dann werde ich ordnungsgemäß ausgerottet. Ach ja, ich bin gut drauf, man merkt es, oder? Ich benutze heute so viele verbotene Sätze und verbotene Wörter, dass eigentlich YouTube mich eigentlich downhunten müsste und Angela Merkel müsste eigentlich ihre Überwachungsstaat-Scheiße auf Mega-Doom nach mir senden. Sie müsste eigentlich die CIA, den amerikanischen Geheimdienst, auf mich hetzen, denn sie ist dem amerikanischen Präsidenten schon so tief in den Arsch gekrochen. Wenn er da irgendwas versteckt hat, hat sie es schon gefunden. Ich kann es euch versprechen, sie hat es schon gefunden. Leute, Politik bei Pokémon, das passt doch. Pokémon-Politik, ja? Die Politik in Deutschland ist sowieso nicht mehr als nur eine Spielerei, ja? Die setzen sich da alle hin, diese Urzeitsaurier, und denken sich, ja, ja, ja. Das denken die sich. Und fertig. Meine Güte, und ich werde hier von irgendeinem beschissenen Trainer zerrissen? Ich glaube es nicht, Leute. Ein Nachtfalter. Ich habe eine Nachtfalterphobie und das gebe ich hier vor euch zu. Ich hasse Nachtfalter. Wenn ich einen Nachtfalter sehe, dann würde ich ihn am liebsten nehmen und ihn falten. Käfergebrumm. Genau deswegen. Meine Güte, Heimdall. Level 99, männlich. Meine Güte, KP 307. 77 ist übrig geblieben. Knirsche in dein Gesicht rein. Meine Güte. Ich benutze, glaube ich, in dieser Folge alle meine Sprüche, die ich jemals benutzt habe. Was fehlt denn noch? Ich muss überlegen. Holy shit on a sandwich, ein Porygon-Set. Muss einfach sein. Meine Sprüche. Also, ach komm. Arschtrainer, S-Trainer? Wieso S-Trainer? Warte mal, Wieso S-Trainer? Wieso ist das ein S-Trainer? Das ist doch mal hier richtig diskriminierend. Was ist das denn für ein S-Trainer mit einem Porygon-Set, der mir einen Eisstrahl ins Gesicht schießt? Meine Güte, immer hier die... Naja. Ach so, Ass-Trainer! Stimmt ja, Ass-Trainer. Gute S-Trainer. Gute S-Trainer. Okay, Triplette! Triplette! Bitte nicht sehr effektiv, komm schon. Nicht sehr effektiv. Komm, überlebe. Überleb! Ich hasse dich! Ich hasse dich! So, jetzt muss natürlich der Clou des Tages kommen. Legan wird in den Kampf geschickt. Und da Legan selbst ein Lacker ist, wird auch dieser Legan lacken. Oh, Blizzard! Wieso mache ich Blizzard? Blizzard! Mein Schatz! Ja, Leute, ich bin geisteskrank. Aber da bräuchten wir gar nicht drüber reden. Das wissen wir alle schon in der Bundesrepublik Deutschland. Da ist das nun mal so, ne? Und wir müssen zusammenarbeiten. Jetzt in den schweren Zeiten braucht uns der Osten immer mehr. Der Osten braucht unbedingt unser Geld. Der Osten, der ist im Osten. Und der tut uns, wenn wir Glück haben, dann auch nochmal resten. Ach ja, ich weiß, ich hab jetzt ganz, ganz viele Zuschauer aus dem Osten, die mich jetzt hassen. Ich mach doch nur Witze. Bitte hasst mich nicht. Ich krieg doch eine Triplette ins Gesicht. Wenn ihr mir wenigstens eine Jokorette geben würde, hätte ich kein Problem mit. Aber eine Triplette mag ich jetzt nicht. Ja, das ist einfach die Wahrheit, ey. Ich hab nicht nach einer Triplette gefragt, ey. Eine Aspirin oder eine Jokorette wird noch gepasst, die... So, ne? Komm, jetzt mach die Triplette durch, zieh das Ding durch! Meine Güte. Porygon Z, ich glaube, ich scheiße einen Briefkasten rein, ey. Komm, überleb, 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 überleb. Er überlebt und eiseskälte zieht
durch beim ersten Versuch. Ich glaub's nicht. Ich sag's euch, ich bin ein Extremlacker. Ich bin ein Extremlacker. Dies ist kein Witz. Dies ist keine Übung, Leute. Billard ist ein Extremlacker. Alle aus dem Weg. So. Meine geistigen Zuckungen sind nun vollendet und beendet und ja. Und wie ihr euch denken könnt, ach, wir sind wieder voll geheilt. Das ist schön. Ich spule die Kacke hier noch weg mit den Pokémons und ich mache noch den letzten Kampf hier in Vorspulmodus. Bevor wir uns dann weiter begeben. Und hier gibt es natürlich in diesem Berg gibt es einen schönen Kampf für uns. Erdbebe. Erdbebe. Erdbebe, Baby. Erdbebe, Frostdedge. Was zum Geier ist ein Frostdedge? Naja. Kampf? Knirscher. Knirscher in dein Gesicht. Was nicht One-Hit? Gigastoß! 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 Ich weiß, ich bin verrückt. Gewöhnt euch dran. Aber ihr habt euch schon dran gewöhnt. Ja, ich weiß. Ihr seid meine treuen Zuschauer. Ohne euch wäre ich nichts. Ich bin ein Schleimer. Ich bin so ein richtiger, beschissener Schleimer. Ja. Und ich meine nicht den Slimer von Ghostbusters damit, ne? Nur, dass ihr es wisst. Ich bin nicht der Slimer von Ghostbusters. Von Gasbusters, ja. Ja. Wo laufe ich denn lang? Ah, da unten. Unten ist ein Trainer. Nee. Ich will den einen Trainer noch machen, weil ich weiß, dass dann das Pokémon auf Level 100 auflevelt. Dann will ich das jetzt auch noch machen. Was? Das ist kein Kampf? Na gut, wir sehen uns im nächsten Part. Aber zuerst kommt die Zuschauerfrage. So, liebe Leute, und nochmal eine Zuschauerfrage, die bereits schon vorhanden war. Und zwar habe ich das mal gefragt mit weniger Abonnenten. Welches Pokémon aus meinem Team hier bei Bloody Platin Pflanzen Only ist am coolsten und warum? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.